Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr jetzt entscheiden solltet. Wir werden jetzt mal hier die letzten Quests erledigen in Kugane. Wie gesagt, die Handwerksquests werde ich alleine machen, die Level 62 hier. Sonio Sato im Wandel. Kasetsu braucht Hilfe bei der Bewerbung seiner Seide. Du kommst von außerhalb, nicht wahr? Das trifft sich gut. Ich könnte nämlich etwas Hilfe gebrauchen. Mein Name ist Kasetsu und ich arbeite für eines der hiesigen Handelshäuser. Wir wollen unsere Seide auch außerhalb von Gegane verkaufen. Doch meine Handzettel stoßen bei der ausländischen Laufkundschaft auf eher bescheidenes Interesse. Ob sie fürchten, dass ich sie was aufhauen will? Vielleicht haben sie zu einem Landsmann wie dir mehr Vertrauen. Wäre es so nett, es einmal zu versuchen? Wenn du diese 6 Handzettel unter die Leute bringen würdest, wäre mir sehr geholfen. Und dann gehen wir direkt hier hoch und machen das hier und dann nehmen wir die Quests an, die wir annehmen können auf dem Weg. Ist ja nicht so viele Quests. Hoffentlich. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist doch einer dieser Zettel, die dieser Junge im Hafen verteilt hat. Die Seide interessiert mich schon, aber kaufen werde ich sie ganz bestimmt nicht. Bei Kinderarbeit hört der Spaß auf. Die werde ich nicht unterstützen. Oh. Kam die gerade aus dem Jahr 2000? Ich mache nur Spaß, ja? Ich mache nur Spaß. Hätte den Witz sogar mittendrin aufgehört. Was willst du? Diesen Zettel habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Richtig, ein kleiner Junge rannte damit rum. Ich dachte, der würde bloß spielen. Wenn stimmt, was hier steht, dann ist die Seide von sehr guter Qualität. Ich werde später mal einen Blick darauf werfen. Vielen Dank für die Information. La la la. La la la. La 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 la. Bam 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 bam. Bam bam bam. Da 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 da. Wie ein Händler siehst du nicht aus. Was willst du von mir? Den habe ich schon, aber was soll's? Doppelt hält besser. Sag lieber mal, hast du nichts Besseres zu tun als Abenteurer? Aber was geht mich das an? Die Wege des Schicksals sind unergründlich, hä? Bam, bam, bam. Da, 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 da. Dum, dum, dum. Da, 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 da. Ach ja, bald ist Kugane dann auch vorbei quasi. Wir haben ja halt nichts mehr großartig zu tun. Mit Level 80 haben wir noch lange Lebe die Königin. Und hier oben noch haben wir das Vermächtnis eines Samurai. Da müssen wir unsere Dingsquest weitermachen. Unsere Klassenquest dann später, wenn wir dann Endwalker spielen. Ja komm, machen wir das eben. Der zugereiste Händler ist auf der Suche nach jemandem. Sollte das Glück mir etwa endlich Holz sein, bist du ein Landsmann aus Eosea. Ich kenne hier kaum jemanden und könnte wahrlich etwas Hilfe gebrauchen. Vielleicht bist du schon einmal in den Genuss einer der hiesigen Theatervorführungen gekommen. Mich hat das gigantische Schauspiel vom ersten Moment angefasst. Jeden Tag war ich im Theater, um mir eine Vorstellung anzusehen, doch mein Aufenthalt in Kugane steht kurz vor seinem Ende. Nur kann ich hier unmöglich verschwinden, ohne vorher noch einmal eine gewisse Person gesehen zu haben. Es geht um die Schauspielerin, die stets die Prinzessinnen spielt. Sie ist ungelogen die schönste Frau in ganz Kugane. Ach, was rede ich? Auf der ganzen Welt. Jeden Tag habe ich versucht, sie hier aufzufangen, bisher aber leider vergebens. Wegzugehen und mich umzuhören, vertraue ich mich jedoch auch nicht. Denn wie ich mein Glück kenne, würde ich sie genau dann verpassen. Darum würde ich dich gerne bitten, dich im Shiukaze umzuhören. Dort sollen die Mitarbeiter des Theaters nach getaner Arbeit einkehren. Siehst du nicht, was ich zu tun habe? Kugane ist so furchtbar hektisch.
Als Händlerin wird man hier ständig von der Seite angequatscht. Normalerweise ist man das so wieder, aber das hier sieht interessant aus. Oh, ein spezielles Angebot für Seide. Kugana-Stoffe verkaufen sich ausgezeichnet. Das klingt äußerst verlockend. Vielen Dank. Badadam, badadam, da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam. Ich würde gerne mal kurz das Bild sehen von dieser Quest. Nee. Da müssen wir, glaube ich, nochmal irgendwann ran. Das scheint irgendwie echt ein Dungeon zu sein, was wir freigeschaltet haben. Ich sondiere den Markt. Stör mich bitte nicht. Ein Sonderangebot? Klingt verlockend, aber auf meinem Schiff ist eigentlich kein Platz mehr. Ach, was soll's. Wenigstens bei der Frau werde ich ein paar Ballen mitbringen. Vielen Dank für die Information. Und dann kommt jetzt das Ende der Quest. Die haben nicht genug Seide, weil die jetzt alle den Laden einlaufen und so stürmen. Den Laden ja kaufen. Der Samurai, der Seki Sarumi, macht ein schmerzverzerrtes Gesicht. Er muss unbedingt sofort davon erfahren, aber ich... Du siehst nicht aus, als würdest du zu ihnen gehören. Ich habe keine andere Wahl, es dir zu trauen. Bitte, hilf mir. Ich gehöre zu Seki Sarumi. Während meiner Patrouille hat mich ein fremdländischer Schläger angegriffen. Mein Kamerad könnte der Nächste sein. Ich steh da schon durch. Du musst meinen Kameraden in der Kogane Dori warnen. La 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 la. Was willst du von mir? Ich bin im Dienst. Mein Waffenbruder wurde angegriffen und übelst zugerichtet. Ein Samurai der Seki Sarumi. Dann stehen meine Chancen wohl nicht besser. Hier, behandle ihn damit. Ich werde im Hauptquartier Verstärkung erbitten. So. Komm, wir laufen direkt die Runde hier runter. Aber das wird hier im Flugblätter auch fertig. Wir können auch die letzte Quest unten annehmen. Ja, ja, ist schon klar, du willst mir etwas verkaufen, nicht? Sei dem Sonderangebot, das hört man gerne. Nein, nur diesen Handzettel kenne ich doch schon. Ist das nicht der, den auch dieser Junge verteilt hat? Der hat also wirklich gearbeitet. Ich dachte, das wäre bloß Spaß. Ach, wie fleißig jetzt die Kinder in Kugane schon sind. So. Der kräftige Träger hat sich an der Schulter verletzt. Hey du, mal ganz unter uns. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich hab mir beim Säckeschleppen die Schulter verknackst und trau mich nicht mehr, mich vom Fleck zu rühren. Gibt da eine Apotheker in der Nebenstraße, der Kogane Dori, der ausgezeichnete Arzneien mischt. Der kennt mich gut und weiß, was er dir geben muss. Ich sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Meine Kollegen sollen nichts davon erfahren, deshalb frage ich dich. In der Nebenstraße, das heißt vermutlich hier vorne. Ja. Nach Medizin für eine Schulterverletzung fragst du, hat mein Freund der Träger dich etwa geschickt? Sicher hat er wieder doppelt und dreifach Schichten geschoben, der Arme. Hier bitte, bezahlen kann er mich später. Wünsche ihm eine gute Besserung von mir.
Hast du ihn gewarnt? Ach, vielen Dank. Wenn er dir das gegeben hat, dann lebt er also noch. Keine Angst, die Schmerzen sind schon viel besser geworden. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe, aber gut, dass ich dir vertraut habe. Wie ich schon sagte, hat mich ein fremdländischer Schläger angegriffen. In Kogane steht jedwede Anwendung von Gewalt unter Strafe, aber einige Fremdländer scheren sich einen Dreck um unsere Gesetze. Mein Kamerad und ich hatten ein paar von ihnen ihre zwielichtigen Geschäfte vermasselt. Das fanden sie anscheinend gar nicht lustig und haben diesen Schrank von einem Söldner auf uns angesetzt. Naja, mit dem werden wir schon fertig. Die Siki Sagumi hat auch ein paar Schwergewichte in ihren Reihen. Zusammen machen wir den Übeltäter dingfest. Vielen Dank für deine Hilfe. Die Siki Sagumi steht tief in deiner Schuld. La la. Ja, hier müssen wir sehr viel rumlaufen durch die Stadt. Also wir können auch teleportieren, stimmt, aber... Naja, es ist doch das letzte Mal, dass wir in Kogane rumlaufen. Also von daher kann man auch mal laufen, ne? Also das letzte Mal, dass wir hier groß rumlaufen. Aber was wollen wir hier danach noch machen? Hier gibt es ja nichts mehr zu tun dann für uns. Außer vielleicht zum Händler zu gehen und das eine Dungeon da zu machen und so. Und halt unsere Samurai-Quest hier fortzusetzen. Also, ja. Also so viel gibt es da nicht zu tun, wenn ich ehrlich bin. Gut, wir müssen alle Klassen und auch alle Klassenquests werden bestimmt irgendwann hier auch hinkommen. Also von daher, ja, das wird es auf jeden Fall noch geben. Ah, da müssen wir auch nicht so viel laufen. Hoffe ich. Was willst du? Kann man hier nicht mal mehr in Ruhe seinen Schlummertrunk zu sich nehmen? Die schönste Frau in ganz Kogane. Haha, der ist gut. Der sollte sie mal ungeschminkt über Tageslicht sehen. Aber lassen wir den guten Mann seine Träumereien. Ehrlich gesagt, ertappe ich mich manchmal dabei, wenn ich das süße Parfüm rieche. Huch, da hat mir der gute Tropfen mal wieder die Zunge gelöst. Das bleibt unter uns, kapiert? Du bist alle Zettel losgeworden. Danke. Wieso haben die Leute sich bei mir wohl so angestellt? Wirklich? Darauf wäre ich nie gekommen. Hier ist es völlig normal, dass Kinder einen Familienbetrieb mit anpacken. Meine Eltern arbeiten hart, aber trotzdem reicht es kaum für sie, meine beiden Geschwister und mich. Deshalb versuche ich zu helfen, wo es nur geht. Bislang allerdings mit mäßigem Erfolg. Jedenfalls ist es mein Traum, einmal selbst ein Geschäft zu haben. Ich werde mich klüger als meine Eltern anstellen und in Gild schwimmen. Du wirst schon... apropos Gild, sagst du. Ach ja, deine Belohnung. Ordentliche Arbeit wird ordentlich bezahlt. Das versteht sich von selbst. Vielen Dank, Reisender. Keinen einzigen Kill bekommen. Meine Arbeit war also einfach nur einmal Essen wert, okay. Na gut. Für mich ist die Vorhang heute das letzte Mal gefallen. Doch die Frau meiner Träume konnte ich unter den Schauspielern, die das Theater verließen, nicht entdecken. Dabei habe ich sie alle ganz genau unter die Lupe genommen. Weil die so hässlich ist, deswegen. Ich kein Make-up hat. Sie trägt ein süßes Parfüm. Jetzt, wo du es sagst, das habe ich auch im Theater schon gerochen. Und gerade bei einer Gruppe Schauspieler. War sie etwa dabei? Die haben sich aufgeteilt, also tun wir das auch. Drei sind in den Kogane Dori eingebogen. Du, die übernimmst du. Ich schaue im Rakusa-Bezirk nach. Um die Schauspieler unter allen den Leuten auszumachen, schaust du am besten auf ihren Hals. Da sollte sich noch Rückstände ihrer Schminke befinden. Das habe ich bei meiner täglichen Observation nämlich festgestellt. Haha, es war also doch nicht alles umsonst. Wir treffen uns später im Shiokatsu und tragen zusammen, was wir hier herausgefunden haben, in Ordnung. Bis dann. Ich geb mal eben kurz die Quest hier unten ab. Weil sonst kommen wir da nicht mehr so schnell hin. Da-d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 a-
Hast du bekommen, worum ich dich gebeten habe? Danke, damit bin ich nun wieder einsatzbereit. Der Apotheker ist ein wahrer Zauberer, glaub mir. Kann seine Künste gut gebrauchen, denn in letzter Zeit reißen sie uns die Ware förmlich aus den Händen. Reisgerichte scheinen sich bei euch größter Beliebter zu erfreuen. Für uns heißt das pausenlos Säcke schleppen. Das füllt die Gelbeutel, geht aber leider auch an die Substanz. Verstaufen kann ich allerdings nicht, wenn ich mal hier meinen Traum von einem eigenen Restaurant erfüllen will und der hübschen Frau, die es mit mir betreibt. Deswegen maloche ich durch. Wenn meine Kollegen von meiner Verletzung erfahren hätten, hätten sie mich nur gedrängt, eine Pause einzulegen. Darum vielen Dank für deine Hilfe. Und jetzt auch zum nächsten Kunden. Wie man sich sagt, hat er eine überaus hübsche Tochter. Da wiegt der Reis gleich nur noch halb so schwer. So. Dann schließen wir uns die letzte Quest hier in Kugana ab. Ja, damit haben wir den ganzen Kontinent erledigt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Rubinsee war sehr lang. Azim-Stippe war sehr lang. Yangtze aber ging so. Wobei, doch, Yangtze war auch ziemlich lang. Die kleinen Quests waren lang. Im Privatleben möchte ich gerne meine Ruhe haben. Wenn du mich wiedersehen willst, dann komm ins Theater, wenn ich mich jetzt entschuldigen dürfte. Tut mir leid, aber nach Autogramm steht mir jetzt nicht der Sinn. Ich bin erschöpft von der Vorstellung. Muss ich am Ende sagen, welcher von den drei Schauspielern es war? Der Mittelgroße war ein Kerl. Aber vielleicht ist das ja eben genau das. Oder ist es er? Woher weißt du, dass ich ein Schauspieler bin? Könnte mich nicht erinnern, dein Gesicht je unter den Zuschauern gesehen zu haben. Nee, keine Ahnung, wen er meint. Die muss er sich zusammengesponnen haben. Vom Hals des Schauspielers weht ein süßlicher Duft zu dir rüber. Oh mein Gott, das ist er. Ah, das ist ein Kerl, der dieses Prinzessin spielt. Tja, da werde ich wohl sein Herz brechen. Oder vielleicht nicht, vielleicht will er das ja auch so. Vielleicht ist genau das, worauf er steht. I won't judge. Also ich werde ihn dafür nicht verurteilen, wenn er das hier möchte. Ist schon okay. Da bist du ja. Bei mir war leider Fehlanzeige. Hattest du vielleicht mehr Glück? Du hast einen Mann gefunden, der süßlich duftete. Da muss er meiner Angebeteten nahestehen. Ich muss sofort zu ihm. Ich glaube eher, das ist deine Angebetete. Ich bitte euch, führt mich zu dieser Frau. Ihr müsst sie kennen, schließlich duftet ihr nach ihrem Parfüm. Du siehst nicht aus, als würdest du locker lassen. Also gut, ich bringe dich zu ihr. Hier, sie steht vor dir. Diese Stimme, diese anmutige Bewegung. Männer, die Frauenrollen spielen, wissen nun mal, wofür ihresgleichen eine Schwäche hat. Deswegen liegt es uns, Frauentypen zu verkörpern, die den meisten Männern ideal erscheinen. Ich hoffe, ich habe dein Herz jetzt nicht gebrochen. Ivo, nicht im Entferntesten. Meine Bewunderung für euch ist nur noch gewachsen. Bei meinem nächsten Besuch in Kugane werde ich auf jeden Fall wieder eine eurer Vorstellungen besuchen.
Ach, dann werde ich mich ja richtig ins Zeug legen müssen. Danke, dein Zuspruch ist mir ein guter Ansporn. Ich werde weiterhin an meinem Schauspiel feilen. Diese Stadt und ihre Kultur sind einfach faszinierend. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Und das war's. Kogane erledigt, offensichtlich. Nice. Auf geht's zurück nach Dingenskirchen. Auf nach Dingenskirchen. In Dingenskirchen ist gut. Genau, albanisches Vorland, Grenzland. Wir können natürlich auch Algas Wacht, da gibt's auch Quests, aber ich glaube, hier gibt's auch noch Quests. La 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 la. So viele müssen wir gar nicht machen. Ich glaube, der Part wird heute eine halbe Stunde und gut ist. Da 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 da. So viele sind hier, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, das ist auch nichts mehr mit Folgequests. Wir hatten ja so eine richtig lange Questreihe hier unten. Um die Rufquests freizuschalten. So. Ja, wir sind auf dem Weg zum Ende der Quests. Das sind, glaube ich, die letzten 67er-Quests. Ich glaube, hier sind schon 68er-Quests und am Fan ist dann noch 69er-Quests und das war's. Also, und Ralgas Wacht gibt es noch ein paar Quests. Aber das war's dann tatsächlich. Dann haben wir es endlich durch Stormblood. Und dann geht's nach Shadowbringers. Vermutlich am Wochenende dann. Und zwar richtig durchsuchten. Damit wir dann irgendwann Endwalker anfangen können, weil danach kommt erstmal Witcher 3 wieder bei mir auf Twitch. Und dann kommt Assassin's Creed 3 und dann kommt irgendwann hoffentlich Final Fantasy 14. Schade, dass ich nicht mehr jetzt in diesen Schwung machen kann, aber naja. Der Yanti scheint Vorbehalte gegen ihren nächsten Jagdausflug zu haben. Ach, Abenteurer, wir bereiten uns gerade auf die Jagd vor. Sie hat eine stolze Tradition bei uns, aber die Risiken für meine Schwestern haben in letzter Zeit zugenommen. Unsere beste Waffe sind in Gift getränkte Pfeile. Damit erlegen wir sämtliche Bestien. Alles bis auf eine. Die albanische Schlammschnecke. Ihre Bestände haben enorm zugenommen, was uns die Jagd erschwert. Da sie gegen unser Gift immun sind, müssen wir es im Nahkampf mit ihnen aufnehmen. Das ist ein großes Problem für uns. Sie greifen an, indem sie spucken. Das scheint die meisten Kreaturen nicht weiter zu beeindrucken, aber die Spucke zersetzt unsere Haut. Lakshmi wäre sicherlich verärgert, wenn wir die wunderschöne Haut, mit der sie uns gesegnet hat, ruinieren. Darum möchte ich dich darum bitten, ihre Bestände zu reduzieren. Nimm dieses Fläschchen abgestandenen Bieres, verteile es nördlich von hier auf den Boden und erschlage die Schnecken, die von dem Geruch angelockt werden. Werden in die echten Leben auch Schnecken von abgestandenem Bier angezogen? Weiß das einer von euch? Hm. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Die Vira-Bogenschützin ist verzweifelt auf der Suche nach etwas. Du bist doch der Abenteurer, der die Galia besiegt hat, nicht wahr? Ich könnte jemanden mit deiner Stärke gebrauchen. Ich wurde von einem Schwarm Ganas angegriffen und habe im Eifer des Gefechts etwas Wertvolles verloren. Eine Kristallhalskette als Andenken an meine Schwester. Ich habe bereits überall danach gesucht, aber ich kann sie nicht finden. Da Giganas eine ausgeprägte Vorliebe für funkelnde Dinge haben, fürchte ich, einer von ihnen könnte sie gefressen haben. Ich muss sie wiederbekommen, selbst wenn ich ihnen dazu die Bäuche aufschlitzen muss. Doch es sind einfach zu viele. Alleine schaffe ich das nie. Darum möchte ich dich um Hilfe bitten. Wenn du die Zeit hast, dann triff mich doch bitte an unserer Jagdgründen im Nordosten. Garima ist auf der Suche nach einem Abenteurer mit zwei gesunden Beinen. Ah, ich hatte gehofft, dich hier zu sehen. Wir benötigen dringend eine besondere Blume, die Iris von Lakshmi. Aber in den nahegelegenen Feldern haben die Kalyana bereits rücksichtslos alles gepflückt. Die Pflanzen wachsen auch westlich von hier, entlang des Velodina-Flusses. Aber dort trauen wir uns nicht hin. Wenn die Kalyana uns folgen, könnte das Ärger mit den Zweibeinern von Castrum Oriens geben. Wir könnten natürlich warten, bis neue Blumen blühen, aber ich fürchte, so viel Zeit haben wir nicht. Wir benötigen lediglich 4, 5 der Blumen. Es wäre nett, wenn du uns dabei helfen würdest. Wir machen erstmal die 3 Quests hier. Mal gucken, wie lang dann noch der Part ist. Wobei, ich glaube, ich könnte den Part auch länger machen. Wir machen einfach alle. Je nachdem, ob da noch super viele Folgequests kommen. Verflucht, der Magen dieses Gargana ist mal leer. Schau dich mal hier um und erlege alle Garganas, die dir über den Weg laufen. Ich muss die Halskette wiederhaben.
Dam, da, 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 da. Ich muss aber sagen, auch wenn Stormblood teilweise die Gebiete sehr lang waren, hat drei Parts für ein Gebiet und sowas, ne? Muss halt schon sagen, also Heavensward hatte auch ganz gute Questreihen, aber hier war es öfter so, dass die Sachen zusammengeführt haben irgendwie. Klar, die meisten Nebenquests, die halt nicht irgendwie Bild hatten, waren halt wirklich sehr, ja, das klingt blöd, aber es waren halt einfach nur Standard-MMO-Quests. Auch die mit Bildern natürlich schon irgendwie, aber die Geschichte war halt cooler, ne? Und dann vor allem, was ich sehr cool fand, in manchen Gebieten war diese zwei Questreihe mit Bildern, die dann zusammengeführt haben, was super cool war. Das hat mir echt gut gefallen, dass man dann nochmal so einen Abschluss kriegt. Das war echt super. Das hat mir echt viel Freude bereitet, muss ich sagen. Und da kommen wir vielleicht sogar noch mehr davon, wer weiß. Hier bei dem Steinbruch, dass die Geschichte auch nicht komplett zu Ende erzählt, oder? Vielleicht, wenn wir den südlichen Zinn nochmal was machen, vielleicht führt das dann nochmal zusammen, wer weiß. Könnte sein, und aber hatten bisher noch keine. Also wir hatten, glaube ich, schon eine Quest mit Bildern wegen der Windätherquellen. Aber das ist ja nicht, Dingens. Heißt ja nicht, dass die Quest danach dann wieder Bilder hat. Also das heißt es nicht unbedingt, dass die Quest so zusammenführen. Das heißt es jetzt auch nicht unbedingt, aber ich hoffe es einfach mal, dass sie zusammenführen. Dab, da, dab, dab, da, dab, dab, da, dab, 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 mein Chocobo hat auch schon gut gelevelt. Soll ich denn noch töten? Wie viele soll ich denn noch alles töten hier? Der hat die immer noch nicht gehabt. Der Vogel kann ihn nicht haben. Der hat kein Quest-Icon über dem Kopf. Ist auch ein Fade. Oh.
Fates geben ganz gute Erfahrungspunkte. Okay, ich glaube, dann sind die Quests verbuggt. Das kann ja nicht sein. Ich habe ja schon 15 Stück von denen getötet gefühlt. Das kann ja nicht sein, dass man so viele davon töten muss. Wow. Puh. Ah, Spielzeitstreckung. Par excellence. Ich habe eine ganze Reihe von Garganas erlegt, aber noch nichts gefunden. Wie lief es bei dir? Ja, das ist sie, meine Halskette. Lass uns nach Viranilia zurückkehren. Ich muss dich für deine Hilfe belohnen. Jetzt müssen wir das andere Quest aber auch noch erledigen, was wir hier vorne machen müssen. Aber das Schöne ist, wir haben auch ein Level-Up gleich. Ach ja, übrigens im Fan sind ganz wenige Quests noch, ne? Das sind noch quasi fünf, oder ne, nicht fast fünf, ich glaube, es sind noch drei oder vier Quests, die wir da haben. Damit ihr ungefähr einschätzen könnt, wie viel noch von Stormblood übrig ist. Fast nichts mehr. Also in den Zinnen ist noch mal ein bisschen was. Da sind wirklich noch mal irgendwie 15 oder 20 Quests oder so. Aber im Fan sind halt wirklich keine Quests mehr. Die Windeder-Quest waren halt quasi schon die Hauptquests mäßig. Also das war schon eine große... Oder es war glaube ich die Hälfte von allen der Quests. Also schon fast Löwenanteil. Also fast. Aber ja. Leck mich doch fett. Nicht mit mir. Was ist das für ein Wetter? Ihr Wittrig. Nicht, dass hier nebenan wieder Odin ist. Nebenan ist ja der Finsterwald, ne? So, dann gehen wir die Quest mal ab, wa? Dann haben wir unser Level ab. Aber zum Ende des Parts auf jeden Fall, weil die Quests unten machen wir beim nächsten Mal. Also morgen. Morgen dürften wir vielleicht sogar schon Stormblood durch haben. Du bist zurückgekehrt und anscheinend unversehrt. Wir können uns glücklich schätzen, solch einen fähigen Freund zu haben.
Fandest du die Schlammstecken auch so widerlich? Diese schleimigen Rücken und absurden Windungen. Es gibt wohl kaum eine hässlichere Kreatur als die Schnecke. Aber ihre Spucke und das groteske Aussehen scheinen dich nicht beeindruckt zu haben. Wenn sie wieder mal eine Gefahr für uns darstellen, werde ich mich ganz sicher wieder an dich wenden. Level up! Ba-ba-ba-ba-da! Tamtara! Tü-tü-tü! Vielen Dank nochmal. Die Hasalskette bedeutet mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Unsere Schmuckhandwerk sucht wahrlich seinesgleichen. Wir setzen dabei uralte Magie ein, die seit der Generation weitergegeben wurden. Jedes Stück, das wir anfertigen, ist ein wahrer Schatz. Wenn es aus Kristallen besteht, so sagt man, würde es die Seele des Trägers reflektieren. Es ist die Tradition bei uns, dieses Zeichen unserer engsten Geschwister zu geben, wenn unsere Zeit gekommen ist. Eine meiner Schwestern wurde bei einem Angriff der Gallia tödlich verwundet und gab mir diese Halskette, kurz bevor sie verstarb. Ich könnte mich niemals davon trennen. Du hast das Band zwischen mir und meiner Schwester wiederhergestellt. Dafür stehe ich für immer in deiner Schuld. Hast du die Blumen entlang des Flusses gefunden? Ausgezeichnet. Meine Schwestern werden sich sehr darüber freuen, wenn sie beginnen, sich zu häuten. Wir werfen unsere Haut regelmäßig ab, wodurch wir für eine Weile sehr verwundbar sind. Aus diesen Blumen stellen wir ein kräftiges Elixier her, das unsere Schuppen schützt, bis sie ausgehärtet sind. Sie sind ein Geschenk der Liebe von unserer Mutter Lakshmi, damit wir stets unsere Schönheit bewahren können. Die Qualianer zerstören sie, nur um uns zu ärgern, aber wenn sie anfangen, sich zu häuten, werden sie ihre Untaten bereuen. Yay, damit haben wir die Ananta hier schon mal fertig. Die Ananta. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Ananta-Quests. Vielleicht noch in Dingens. Algas Wacht könnte noch ein bisschen was sein, aber müssen wir mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.